September. 7. Socken zu Ende. Was? Ja, irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Alfred zu heiraten war ein Fehler. Ich habe es immer gewusst. Aber ich hatte keine andere Wahl. Nicht, wenn ich William Hamley aufhalten wollte. Und Alfred war der Einzige, der mir versprach zu helfen, das Erbe meines Vaters zurückzugewinnen. Seit wir verheiratet sind, arbeitet er bis tief in die Nacht, um die Kathedrale zu vollenden. Und wenn er heimkommt, erwartet er keine Gegenleistung, auch wenn ich das Verlangen in seinen Augen sehen kann. Er tut, was er kann, aber nichts davon stellt mich zufrieden. Trotzdem versuche ich, eine gute Frau zu sein. Da hört doch jemand zu. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zu allem Übel, dass ich mit deinem Enkelkind schwanger bin. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du hattest deine große Liebe, aber du hast sie verschmäht. Verachtest du mich für das, was ich getan habe? Nicht mehr als alle anderen, die daran beteiligt sind. Zuallererst gebe ich dem Priester die Schuld, der meinen Sohn zum Mönch machen wollte. Aber du kommst gleich an zweiter Stelle. Was, wenn ich Jack zurückhole? Oh, Aljena. Jack hat England verlassen. Und es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wo er ist. Ich möchte, dass du alles weißt. Jack hat dich geliebt. Für mich bist du damit Teil der Familie. Wenn du das Kind nicht behalten kannst, gib es mir. Ich damit es im Wald aufwächst. Weit weg von dieser verlogenen Welt, die keinen Platz für meinen Sohn hatte. Ich will mein Kind nicht weggeben. Dann kannst du nicht hierbleiben. Du kannst so nicht weitermachen. Aber ich muss. Verstehst du das nicht? Oktober. Es ist fertig. Ich möchte, dass du es trägst, wenn du in die Schlacht ziehst. Damit du nicht vergisst, wofür wir kämpfen. Hm. Warum ein Fuchs? Dann passt es ja nicht zu ihm. Und gerissen. Ein Fuchs ist schlau und gerissen. Wir können nicht immer geradlinig handeln und vornehm sein, wenn wir in dieser Wildnis überleben wollen. Hörst du das, Alfred? Ich bin ein Fuchs. Du? Werd erwachsen, Richard. Ist ein Faultier. Das ist kein Spiel. Ein Bär vielleicht. Entschuldige. Und? Wie steht es ansonsten um den Krieg? Kräftig, aber nicht gerade klug. Es kann nicht ewig so weitergehen, oder? Das Gute daran ist, dass William Hamley ein lausiger Mitspieler ist.
Bei unserer letzten Schlacht hat er Fersengeld gegeben, als es ein bisschen eng wurde. Es heißt, er habe Angst zu sterben, bevor er mit seiner Mutter im Reinen sei. Seiner Mutter? Seit Jahren hat sie niemand mehr gesehen, seit ihr Mann verstorben war. Doch es heißt, sie sei noch am Leben und ziehe im Hintergrund die Fäden. Erwähne nur ihren Namen und William wird kreidebleich. Ellie, wir sind unserem Ziel so nah. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Kann ich dir noch mit irgendwas helfen, Richard? Naja, ein neuer Sattel wäre nicht schlecht. Ich sorge dafür. Und ein passendes Pferd, versteht sich. Das letzte hat ein paar Pfeile abgekriegt. Na klar. Ich gehe ein bisschen raus. Ich habe was Geschäftliches mit Martha zu besprechen. In Ordnung. Ein Jenas Wappen. Ein Jenas Entwurf für das Wappen dient als Symbol für ihre Familie. Das Motiv ist dafür da aufs Schild, Übermantel, Waffenrock und Flagge in die Schlacht getragen zu werden. Ein Wappen soll die besonderen Eigenschaften des Trägers versinnbildlichen, weshalb Alina den Fuchs gewählt hat. Er ist intelligent und findet immer eine Lösung. Und dann jetzt sie an Jack. Dann gehen wir mal hinaus. Ich kann kaum glauben, dass ihr es fast geschafft habt. Das Erbe eures Vaters zurückzugewinnen, meine ich. Sag das nicht, bevor es nicht passiert ist. Wir sehen uns dann später. Da bist du ja. Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl war, im Wald aufzuwachsen. Oh, es ist kalt. Sehr, sehr kalt. Als ich klein war, habe ich eine Nacht in Ellens Höhle verbracht. Ohne ihre Suppe wäre ich sicher gestorben. Genießen im Moment. Aktueller Ort, Priorei, Kingsbridge. Was für eine Suppe? Ich glaube, es war Wild darin. Wild? Ja, Jack hatte vorher ein Reh gefangen. Ich glaube, es war das Einzige, das er je erwischt hat. Aber Rehe zu jagen ist... Ich weiß. Darauf steht die Todesstrafe. Jack hat sich nie um Regeln und Gesetze geschert. Stimmt. Er war immer mit irgendwas beschäftigt, nur nicht mit dem, was Tom ihm auftrug. Jack? Ja. Ja, das stimmt. Tja, Jack. Ich hätte den schon gegönnt. Der Aliena. Ist schon echt traurig, dass da hier nicht. Aber ich hätte nicht wirklich was anderes machen können. Also ich sehe nicht, was ich da hätte machen können. Philipp hat ihn halt zum Mönch gemacht, gegen seinen Willen irgendwie, hat ihn ja nicht gefragt. Und das, ja, das ist dann... Was soll sie tun? Du wirst bald Tante. Was? Aber sag es nicht Alfred. Er weiß es noch nicht. Du glaubst immer noch, ihn zu heiraten war ein Fehler? Ja. Tja, das glaube ich auch. Aber du hattest gute Gründe dafür. So war es vielleicht doch kein Fehler. Vielleicht geht es ja gut. Wie eine Partnerschaft, bei der beide auf Augenhöhe sind. Vielleicht. Aber das Baby ist nicht... Was war das? Nicht von Jack. Nicht von ihm. Was geschieht? Sie haben zu schnell gebaut.
Wie die Babylonier wollten sie größer sein als Gott. Und dafür müssen wir alle leiden. Ein Steindach. Alfred hat ein Steindach gebaut. Oh nein. Um es Papa zu sagen. Du bist schwanger. Es wurde gesagt, kein Steindach. Mein Kind ist fort und wird nie zurückkehren. Du hast alles weggeworfen. Für ein Leben der Lüge und ein Reich aus Staub. Ohne eine Kathedrale wird meine Mutter ewig in der Hölle brennen. Und das wirst du hoffentlich auch, für das, was du mir angetan hast. Ich kann nicht bleiben. Nicht ohne Arbeit. Und nicht so. Still, Kleines. Kein Grund zum Weinen. Na. Wir weinen jetzt schon viel zu lange. Und wie sollen wir jetzt weitermachen? Ich habe keine Ahnung. Oh, weia. Wir werden eine Kathedrale bauen. Genau hier. Sie wird ganz Shiring überragen. Na sicher. Aber das wird kein billiges Unterfangen. Geld spielt keine Rolle. Ich werde sie für Gott bauen und für meine Mutter. Dafür, dass Gott sie heilt. Das wird er sicher tun. Ah ja, da ist er. Wer? Wir werden einen Baumeister brauchen. Ehrwürdiger Herr, ich natürlich. Denke, natürlich. Ja. Er. Herr Bischof? Gott, nein. Mein Name ist Alfred Bilder. Der Verräter. Nicht doch. Eine Kathedrale in Shiring. Und ach du Schreck. Die Säulen der Erde, wer den Wind sieht. Kapitel 14, Abschied. Was du getan hast. Du hast versucht, freundlich zu sein. Als du mit Jack Schluss gemacht hast. Ja, wenigstens das habe ich versucht. Stimmt. Das ist. Ja, es ging ja nicht anders. Ich hatte keine wirkliche Wahl. Du glaubst, Gott ist ungerecht. Du hast einen Fuchs als Wappentier gewählt. Du hast Alfreds Idee zur Hilfe der Arbeit nicht unterstützt. Dein Eheleben mit Alfred hat dich verzweifeln lassen. Du hast Kingsbridge endgültig verlassen. Du hast Buch 2 durchgespielt. Das haben wir. Wohl oder übel müssen wir das Schicksal akzeptieren. Und das Kapitel abschließen. Was ein Ende. Jack ist weg. Ein jener in einer Beziehung, in einer Ehe, der es eigentlich nicht aushält, die von Anfang an nicht gewollt war. Ja, und jetzt macht sie sich, wie es ausschaut, auf den Weg, Jack zu suchen, oder wie? Sie ist mit dem Schiff aus England raus, oder wie? Muss man das verstehen? Ja, gut. Nächstes Mal bei Die Säulen der Erde.
Der Höhepunkt naht. Das große Finale. Die Zeit ist gekommen, das zurückzuholen, was man uns nahm. Um unseren Feinden entgegenzutreten. Die Zeit ist gekommen, für das einzustehen, woran wir glauben. Die Säulen der Erde. Buch 3. Im Auge des Sturms. Da haben wir das zweite Buch durchgespielt. Na dann. Ein drittes Buch wird noch kommen. Das zweite Drittel ist geschafft. Das letzte Drittel wartet auf uns. Ich sag nur eins, da mich nach oben tatsächlich gefallen haben bisher. Dann lasst ein Abonnement da auf meinem Kanal. Und ja, schreibt Kommentare. Schaut auch in den nächsten Part wieder rein. Seid auch zukünftig noch mit dabei. Und dann habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und ja, wir sehen uns wieder. Im nächsten Buch, im nächsten Kapitel. Im letzten Drittel. Na dann, Rote Runner. Bis dann und ciao.
Danke fürs Zuschauen und danke fürs Machen dieses Games.